Neuen Guide bezüglich des G-Shades, ein Reshade für Sims 4 und für jedes andere Spiel. Dies ist ein Tutorial, wie du ihn installierst, Presets runterladest und ihn dir dann im Spiel einstellst. Falls dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. In der Videobeschreibung findest du den Link, klick drauf und dann kann's losgehen. Nachdem du den Link geöffnet hast, kannst du zwischen Windows, Linux und Macs wählen. Lade die Datei herunter. Öffne nun deinen Explorer und den Download-Ordner und klicke per Doppelklick auf die Datei, die heruntergeladen wurde. Nun kannst du die Sprache auswählen und bestätigst einmal die Nutzungsbedingungen. Über Programme Files 86, Origin Games, die Sims 4, Game, Bin und das Spiel kannst du den Pfad wählen. Per Next geht's dann weiter. Hier kannst du bestimmte Einstellungen vornehmen. Schau bitte genauest nach, welches Betriebssystem dein PC hat und wähle DirectX 9 aus für den PC. Gerade für Sims ist dieses sehr wichtig. Weitere Features stehen dir hier auch zur Verfügung, die aber nicht von dir ausgewählt werden müssen. Nun wird das Programm installiert und du wartest ein paar Sekunden. Über den Button Next bestätigst du es dann. Nun sagt er dir, dass die Installation abgeschlossen ist und du kannst hier noch einen Pfad aussuchen für Screenshots. Das kannst du aber auch im Spiel direkt machen. Ich speichere meine Screenshots über Dokumente, Screenshots, Reshade. Und über Finish beendest du das Ganze. Nun öffnet er dir ein extra Fenster und fragt dich, ob du den Visual Guide dir anschauen möchtest. Dieses ist ganz hilfreich, wenn du nochmal bestimmte Dinge nachlesen möchtest und kriegst auch so einen kleinen Überblick, was der G-Shade alles so kann. Das Schöne am G-Shade ist, dass du ein Benutzertool mit an die Hand bekommst. Über Home, Installation, Tools und Support kannst du bestimmte Einstellungen vornehmen. Nun laden wir einen Reshade Preset herunter. Hier hast du zum Beispiel wieder ein kleines Geschenk von mir und kannst dir meinen neuen Reshade Preset in Vivo herunterladen. Einfach in der Videobeschreibung auf den Link klicken und hier auf Download. Dieser ist jetzt in deinem Download-Ordner. Über Downloads, hier über das Ordnerzeichen, kannst du direkt in deinen Download-Ordner kommen und musst erstmal nicht den Pfad suchen. Nun muss der Reshade Preset auch an den richtigen Ort. Entweder klickst du mit der rechten Maustaste drauf und nimmst Kopieren, ich würde dir aber Ausschneiden empfehlen, oder du machst per Steuerung X, gehst auf System C, Programme 86, Origin Games, Sims 4, Game, Bin. Und beim G-Shade ist das ein bisschen anders geregelt. Beim Reshade Me wurden die Presets einfach hier reingelegt. Hier hast du einen extra Ordner, wo du die reinlegen kannst. Und hier gehst du rein, machst jetzt entweder Rechtsklick einfügen oder Steuerung V. Da ich meinen neuen Preset schon drin habe, mache ich das jetzt nicht, sonst würde der ersetzt werden. Nun sind wir soweit und können das Spiel starten. Wie beim Reshade Me sollte dir gleich eigentlich hier ein kleines Fenster angezeigt werden. Und dort findest du dann auch die Taste, mit der du den Reshade öffnest, um in die Einstellungen zu kommen. Einmal bestätigen und dann wären wir auch schon soweit. Bei mir ist es wie beim Reshade Me damals die Einfügen-Taste. Jetzt kommen wir zu den Einstellungsmöglichkeiten. Wenn du den G-Shade das allererste Mal öffnest, wirst du hier in dem Feld eine Kurzanleitung angezeigt bekommen und die fragt dich, ob du mit ihm kurz so eine kleine Führung machen möchtest. Gerade wenn du noch nie mit einem Reshade gearbeitet hast, ist das sehr hilfreich und ich würde es dir von Herzen empfehlen, diese einmal durchzumachen, weil er dir bestimmte Sachen zeigt, auch das mit den Screenshots, mit der Taste, wo du machen kannst, und er zeigt dir halt bestimmte Sachen, auch wie du den Preset wechselst. Aber kommen wir zu den ersten Sachen. Du hast hier 6 Reiter, Dateien, Optionen, Statistiken, Log über D3, D9.
Das erste, was wichtig ist, ist Optionen. Das erste, was man einstellen sollte, ist unter dem allgemeinen Teil Overlay-Taste. Das ist die Taste, mit der du den Reshade, die Einstellungen immer öffnen kannst. Bei mir ist es wieder Einfügen. Hier steht jetzt Insert, weil es auch, glaube ich, auf der englischen Variante ist. Dann hast du hier Shader-Aktualisierungstaste, Shader-An-Aus-Taste. Die ist bei mir die 4, weil ich die im Spiel nicht nutze. Heißt, wenn wir die einmal zumachen und die 4 machen, kommen wir raus aus dem Reshade und das ist die normale, natürliche Farbe ohne irgendeinen Reshade drüber. Drücken wir wieder die 4, ist der Reshade wieder drin und über Einfügen oder bei dir eine andere Taste kannst du die Einstellungen wieder öffnen. Du kannst auch eine Umschalttaste für Performance, ich kann leider jetzt nicht den Rest lesen, auch auswählen. Du kannst aber auch eine Taste wählen, für, dass du zwischen den Presets direkt wechseln kannst, ohne Einfügen zu klicken und das manuell zu machen. Ein nächster wichtiger Punkt sind die Screenshots. Hier im ersten Punkt wählst du eine Taste, mit der du die Screenshots machen möchtest. Bedenke nicht, die Taste C zu nehmen, wie im Spiel, denn glaube nicht, dass dies zusammen funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich würde dir wirklich ans Herzen legen, nimm eine andere Taste. Vorgegeben vom Spiel und vom G-Shade ist die Drucktaste. Print Screen. Hier kannst du, wenn du es nicht vorab bei der Installation gemacht hast, einen Pfad auswählen, wo deine Screenshots gespeichert werden und du kannst dir anzeigen lassen, ob er dir einen Screenshot jetzt gemacht hat oder, was ich sehr schön finde, du hast einen Spielsound, den zeige ich dir mal kurz, wie eine Kamera, hört sich total cool an, du weißt, ah okay, er hat einen Screenshot gemacht. Des Weiteren kannst du viele kleine weitere Einstellungen vornehmen. Es ist einfach eine kleine Spielerei. Man sollte bedacht auch vorgehen, immer egal was du installiert, man sollte wirklich bedacht vorgehen, was man umstellt, was man einstellt. Wenn nämlich zu viel Sachen geändert werden, kann es auch direkt mal zu Problemen führen. Deshalb lies es genau durch, sei dir sicher, ob du es machen möchtest und ob du es wirklich brauchst. Ja, soweit zu den Einstellungen. Was das Schöne natürlich am G-Shade ist, dass er komplett auf Deutsch ist. Heißt, du hast bei der Installation gesehen, du konntest verschiedene Sprachen wählen. Man hat, ich glaube, 5 Sprachen zur Auswahl. Das macht es natürlich um einiges leichter, wenn es in Deutsch da steht und man direkt weiß, ah, das ist damit gemeint. Genau, kommen wir zu den Dateien. Du hast hier die File und kannst dadurch den Preset direkt wechseln. Ich kann mir nicht auswendig merken, wie viele Presets ich habe, wer davor und wer danach kommt. Deshalb klicke ich immer auf diesen großen Balken. Und dann hast du hier die ganze Liste an verschiedenen Reshade-Presets. Ich habe da auch die Reshade-Presets drin vom Reshade MIDI, die ich damals erstellt habe. Und habe eine neue Version mit 2.0 hochgeladen, die ausführlich mit dem G-Shade nochmal überarbeitet worden ist. Beide Versionen sind zum Download verfügbar und du kannst euch jetzt einfach den anwählen und zack, endet der DS. Du siehst dann hier direkt, das kannst du auch sortieren, alle minimieren oder aktive nach oben. Das habe ich zum Beispiel, dass ich genau sehe, ah, okay, die an der Hand sind direkt aktiv und hier unten hast du dann ein Einstellungsfenster und siehst dann direkt, ah, okay, hier könntest du dann auch die Einstellungen vornehmen. Ich werde irgendwann, wenn ich die Zeit dazu habe, mal ein Video machen, wie man sich denn einen eigenen Preset erstellt, falls da Interesse besteht. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal bei mir auf den Preset gehen, hast du hier Punkt, Punkt, Punkt. Da geht er dir direkt in den Explorer und geht an die Stelle, wo er den gespeichert hat. Falls du ihn zum Beispiel exportieren möchtest oder jemanden anderes schicken möchtest, hast du vielleicht aber den Link nicht mehr. Natürlich ist es immer besser, jemanden irgendwas an CC, Bots, sonst was zu schicken mit dem Link, denn damit unterstützt du ja diejenigen, die das erstellt haben, die Creator, als wenn du nur die Datei rüberschickst. Nur so eine kleine Rand. Dann würde ich sagen, zum Schluss zeige ich dir einmal den neuen Reshade Preset vom G-Shade, den ich erstellt habe. Ich zeige dir jetzt so zwischendurch mal die ganzen, wie es so natürlich aussieht. Wir fangen einfach mal hier in der Ecke an. Ohne Preset in Vivo mit. Es ist diesmal ein ganz anderer Reshade Preset, die ich normalerweise habe. Sonst mache ich es eigentlich immer nur hell von den Farben, ein bisschen leuchten. Aber hier habe ich auch viel mit Schattentexturen gearbeitet, habe geguckt, dass dieses herbstlich, also es ist, wenn man es so sagen möchte, so ein Herbst-Preset. Farben schön rauskommen, gerade zum Beispiel jetzt hier beim Laub, das Rote oder auch die Schatten von den Kanten, dass das alles so ein bisschen intensiv ist. Gerade bei den Bäumen, finde ich, sieht man es extrem und bei den Gebüschen. Und ich finde, es macht auch die Sims so ein
bisschen farblicher. Also man merkt, sie haben mehr Farbe im Gesicht irgendwie. Und man sieht es genau hier, der Schatten, der ist drinne. Ach genau. Die 2.0er Reshade Presets bei mir haben MXAO drin. Das ist, wenn man nicht einen sehr leistungsstarken PC hat, gerade Grafikkarte. Der Reshade nimmt Leistung der Grafikkarte und wenn man eine nicht so starke Grafikkarte hat, kann das schon sehr zum den Spielfluss beeinflussen. Heißt, es stockt vielleicht mal, es lädt länger und gerade wenn man auch zu der Gruppe neigt, die viel CC und Bots benutzen, muss man da auch schön gucken. Deshalb kannst du, wenn du spielst, MXAO ausmachen und jetzt zeige ich dir mal genau, was für Schatten das sind. Schau dir mal von ihr hier an dem Rand die Schatten an. Das sieht man sehr gut auch, ich glaube hier, das zählt auch mit rein. Aber gerade bei den Personen oder bei Gebüschen hier, das da unten, wenn man das nämlich jetzt ausklickt, zack, auch am Hals hast du es genau gesehen, der Schatten ist raus. Und wenn du beim Spielen merkst, oh, es wird irgendwie ein bisschen stockiger, es ist nicht mehr so flüssig, bevor du den drin hattest, kannst du MXAO jedes Mal rausnehmen. Du kannst da auch eine Tastenkürzel mit dazu nehmen. Wie das genau funktioniert, muss ich noch rausfinden. Ich klicke es halt dann immer raus und rein. Und dadurch wird es ein bisschen flüssiger. Und wenn du zum Beispiel Screenshots machen willst, klickst du das einfach hinzu, damit du die Schattenkonturen hast. Musst du natürlich nicht, wenn du sagst, das ist nicht so mein Fall, kannst du es natürlich auch auslassen. Er müsste es eigentlich rauslassen, wenn du das Spiel neu startest. Wenn nicht, machst du per deiner Taste den Reshade auf und gehst auf den Filter, den du möchtest und klickst es einfach aus. Das war alles grobe zum G-Shade. Du kannst dir gerne nochmal zum Vergleich das Reshade Me Video von mir anschauen. Vom Grundprinzip sind die beiden auf derselben Basis aufgebaut. Also auch vom Aussehen her genau identisch. Es ist eine jüngere Version, weil es den noch nicht so lange gibt als den Reshade Me. Ich habe halt hin und wieder mal gehört, dass einige Probleme nach den Updates hatten mit dem Reshade Me, dass Presets nicht funktioniert haben, dass er nicht mehr dann so richtig gearbeitet hat. Deshalb habe ich ihn, um ehrlich zu sein, nie mehr geupdatet, nachdem ich ihn installiert hatte. Ich war immer noch auf der 4.6 Version. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 5.4. Und ich habe halt einfach mal geguckt, gibt es vielleicht Alternativen und habe dann bei vielen englischsprachigen YouTubern gesehen, dass die den G-Shade benutzen. Dachte mir so, hä, was ist das jetzt? Und habe dann halt da mal weitergeguckt und geguckt und dachte, ach, guck mal, das ist auch ein Reshade auf derselben Basis wie der Reshade Me, neuer, farblicher und vor allem, was für mich ausschlaggebend war, dass er halt auf Deutsch ist. Dass du genau wusstest, was von dir verlangt wurde. Und bisher habe ich keinen wesentlichen Unterschied gesehen, wo ich dachte, boah, nee, geht gar nicht. Also ich werde den drauflassen statt dem Reshade Me. Den Reshade Me habe ich schon deinstalliert. Wenn du auch Interesse an dem hast, kann ich es dir nur empfehlen. Alle wichtigen Links findest du in der Videobeschreibung. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch ganz, ganz viel Spaß beim Austesten. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du sie mir gerne in die Kommentare schreiben oder auf Instagram oder du kommst in den Discord, kontaktierst mich da. Ich versuche immer zu helfen. Ich brauche halt alle möglichen Details, um fern mir das visuell vorzustellen, was gemacht wurde und wo halt irgendwie ein Fehler vielleicht aufgetaucht ist. Aber normalerweise sind so Installationen eigentlich total simpel, wenn man genau versteht, was sie von einem wollen, wo sie eingreifen, wie sie in das Spiel zum Beispiel eingreifen. Vor allem, es ist ja viele Mods, Programme, die du installierst, greifen voll ins Spiel ein. Das ist auch genauso bei Guild Wars, wenn du da irgendwas installierst. Das ist dann nicht mal das Originalspiel, so doof gesagt. Deshalb sagen sie, man soll vorsichtig sein, was man installiert und das halt nur mal noch so nebenbei am Rande. Aber gut, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Experimentieren mit dem G-Shade und ja, vielleicht bist du auch überzeugt und wechselst vom Reshade Me auf den G-Shade. Aber das soll nicht heißen, dass der Reshade Me schlecht ist. Dann bis dann. Tschüss.